sexuellen Bereich. Der Träumende hat also Sorge, von der Sexualpartnerin ausgesaugt zu werden. Und andererseits kann aber die Spinne auch für die finanzielle Seite in unserem Leben stehen. Sieht der Träumende eine große Spinne, die auf ihn zukriecht, dann kann es sein, dass das große finanzielle Glück und der Erfolg bevorstehen. Gehört die Spinne einer bestimmten Art an, so kann das auch eine Bedeutung haben, und zwar die schwarze Witwe deutet auf Angst oder Unsicherheit in der Liebesbeziehung hin, während die Tarantel für die eigenen Schattenseiten steht und die Vogelspinne mit ihren feinen, kunstvoll gewebten Netzen bzw. Gespinsten deutet auf eine Gefahr hin und auch auf große Kreativität. Das Krafttier, ich gehöre nicht zu den Schamanen, aber ich habe die Spinne als Krafttier quasi verinnerlicht, und sie hat mit unseren Wünschen zu tun und wie wir unsere Wirklichkeit leben und wie wir unsere Ängste und Schuldgefühle verändern können. Das Netz von der Spinne hat viel zu tun mit, in der Mitte zentriert sich alles, es geht alles ums Zentrum. Und alles, woran wir glauben, an uns selbst und unsere innere Stärke zu finden. Und das Gespinst oder das Netz dieser Spinne steht für das innere Zentrum und unsere Ausgeglichenheit. Und während uns diese Kraft, das Krafttier Spinne begegnet, können wir unsere Ich-Kräfte stärken. Das Spinnennetz steht aber auch noch für sich gefangen fühlen, jemandem auf den Leim gehen, nicht mehr rauskommen aus einer Situation, zur Beute, zum Opfer zu werden. Und daher rühren sich auch viele Phobien, die Menschen haben, vor Spinnen. Die Spinne wird in Verbindung gebracht mit dem Tod. Die Spinne wird in Verbindung gebracht mit dem, hier gibt es kein Entkommen mehr. Und wenn wir die Spinne beobachten, dann wissen wir, sie lauert. Die Spinne lauert und wartet auf den Moment, wo sie zuschlagen kann. Und wo sie dann ihr Opfer töten kann und danach aussaugen kann. Also es geht um eine tödliche Hindernis. Und diese Netzkonstruktion und diese langen tentakligen Arme, mit denen sie läuft, sind 8 Beine, haben viele negative Aspekte mit der Spinne. Aber aus meiner Erfahrung jetzt kann ich sagen, wenn die Spinne zu einem kommt, dann kann man wirklich die Schöpfungskräfte und die Weiblichkeit und die eigene Kreativität erleben. Also wenn die Spinne als Geistwesen kommt, können wir wertvolle und vor allem auch spirituelle Erlebnisse haben. Und ein ganz großes Thema von der Spinne ist auch der Mut. Für viele Menschen bedarf es also wahnsinnig viel Mut aufzubringen, eine Spinne anzusehen überhaupt, eine Spinne anzufassen und wie gesagt, auch Andreas gesagt hat, zu retten. Und mit dieser Kraft hier kann man lernen, den Mut zusammenzunehmen und auf dem eigenen Weg weiterzugehen. Und hat man eine beängstigende Situation vor sich, kann man sich an seine Spinne, seine Kraft hier erinnern und kann sie bitten, etwas Mut zu spenden. Mit ihren vielen, vielen Augen schaut sie also überall rum. Sie hat wirklich alles im Blick. Und das nicht nur auf dieser Welt, sondern in allen Dimensionen, in allen Welten. Und sie kann dir direkt ins Herz schauen und sie kann direkt deine Wünsche lesen. Und sie hilft dir dabei, deine wahren Sehnsüchte zu erkennen und diese dann ins Leben zu bringen. Die Spinne lernt einen Geduld und die Kunst des Abwartens. Für alles gibt es einen richtigen Zeitpunkt und diesen zu erkennen, ist nicht immer so leicht. Und wer einmal eine Spinne genauer betrachtet hat, wenn er den Ekel überwunden hat, der sieht ihre Besonderheiten. Also im Gegensatz zu den Insekten, die 6 Beine haben, haben die Spinne 8 Beine, hat 8 Beine und ihr Körper ist zweigeteilt. Es gibt einen Kopf und es gibt einen Körper. Und dieses Zweigeteiltsein, das ist wie eine 8. Und die 8 kennen wir, die querliegende 8, das Symbol der Unendlichkeit.
Also es ist ein Prozess im Leben, ein Sterben, ein Wiedergeborenwerden. Die Spinne ist das Bindeglied zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Und dazwischen liegen unglaubliche Möglichkeiten. Und der Faden der Spinne wird in vielen Kulturen als der Schicksalsfaden oder Lebensfaden gesehen. Also, wofür ist die Spinne gut? Sie ist ein guter Begleiter, wenn man vorhat, einen Richtungswechsel anzustreben oder eine Neuausrichtung braucht im Leben und wenn man Kreativität und Geduld für ein neues Projekt braucht. Die Spindelmedizin im Allgemeinen, also ob als Krafttier oder ob als homöopathisches Mittel, hilft einem, die Lebensfäden wieder selbst in die Hand zu nehmen und Verantwortung zu tragen und sich nicht so sehr von anderen beeinflussen oder manipulieren zu lassen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, also ich löse es jetzt auf, die Spinne, über die ich heute spreche, ist die Vogelspinne. Mygale lasiodora. Die kubanische Vogelspinne, auch genannt Avicularia auricularia, also sind viele Namen, es ist nicht einfach, sie zu finden. Sie homöopathisch oder sie bestellen will, sind immer wieder unterschiedliche Namen. Und sie hat ihren Namen von einer Naturforscherin und Künstlerin, Maria Sibylla Merian. Das ist eine wichtige Wegbereiterin der modernen Insektenkunde. Und die hat im 18. Jahrhundert die Metamorphose von Schmetterlingen beobachtet und auch gemalt. Und sie, der Name der Vogelspinne, kommt daher, dass sie eine Spinne auf einem toten Vogel gemalt hat. Die Vogelspinnen können bis zu 10 cm lang werden. Es gibt viele verschiedene Arten, unterschiedliche Größen und Farben. Von schwarz, die Spinne, über die ich heute spreche, ist komplett schwarz, ein bisschen aus wie ein Tarantel. Es gibt aber auch rotbraune Vogelspinnen, es gibt welche, die schwarz-blau sind, es gibt welche, die rot mit haben, wunderschöne Wesen. Und die größte gibt es in Venezuela, die Terracosa. Und ähnlich wie auch bei den Skorpionen, die Skorpionen gehören mit den Spinnentieren, ähnlich wie auch da hat die Spinne hat ihren festen Hautpanzer und sie kann nicht wachsen und deswegen muss sie ständig eine Häutung durchleben. Dabei werden auch Augen, Haare, Lunge und vieles komplett erneuert. Also die Spinnen haben eine wahnsinnige Regenerationskraft. Wenn den Teil des Beines fehlt oder der Schere, der Klaue, dann sind sie in der Lage, das wieder neu zu bilden nach der nächsten Häutung. Vogelspinnen können nicht besonders gut sehen, die können auch nicht besonders gut hören. Obwohl sie so viele Augen haben, ist es ihnen nicht möglich. Sie haben Augen, mit denen sie Bilder und Farben sehen können, aber nicht besonders gut. Sie können sie nicht so gut scharf stellen. Und sie haben ganz viele Nebenaugen, mit denen können sie Bewegungen wahrnehmen. Aber das, was am allerwichtigsten ist für die Vogelspinne, sind diese ganz feinen Tasthärchen, die Tastorgane, Sinnesorgane in den winzigen Tasthaaren an den Beinen. Die Spinne nimmt Vibrationen wahr, und zwar die leichtesten Vibrationen. Und so findet sie auch ihre Beute. Vogelspinnen sind nachtaktiv, also Menschen, die ein Haustier zu Hause hatten, wie meine Kollegin, der Sohn hatte eine Vogelspinne zu Hause, da geht nicht besonders viel. Diese Tiere sind relativ bewegungsarm und nachtaktiv und fressen dann auch nachts. Und sie baut keine richtigen Netze, es sind so Gespinste und sie sind so Bodentiere, sie haben eine Höhle, in die sie sich rein verkriechen und die verbauen sie dann noch mit so Blättern und Ästen und so, es ist wie so eine kleine Falltür und da warten sie dann auch auf ihre Opfer. Die Vogelspinne ist tödlich, aber nicht für den Menschen. Also wenn ein Mensch gebissen wird von einer Vogelspinne, dann wird er wahrscheinlich nur daran sterben, falls er allergisch ist, also wie auf Bienen auch. Zum anaphylaktischen Schock kann es dann kommen, aber sie sind nicht tödlich.
Was sie machen kann, um ihre Feinde, was uns Menschen dann auch tangiert, ist, dass sie hat Haare am ganzen Körper, das sind so Brennhaare. Und da ist sie in der Lage, und unterschiedliche Vogelspinnen können die richtig abschießen und können das auf ihre Feinde werfen. Und die Avicularia, die streckt quasi den Hintern nach hinten und die wirft die nicht richtig ab, sondern sie berührt damit ihre Opfer. Und dadurch kommt es zu also ganz fürchterlichen Hautsymptomen, schmerzende Haut, brennend und unglaubliche Reaktion auf der Schleimhaut, Nase, Augen. Sie ist aber in der Lage, nach ihrer Häutung dann wieder die Haare, also sie hat erstmal eine Glatze am Po, aber die kann sie nach der Häutung, kann sie wieder herstellen und dann ist alles wieder schick. Männliche Vogelspinnen leben gefährlich. Wir kennen das schon von einigen Spinnen. Wenn die Weibchen sind größer als die Männchen. Wenn das Männchen nicht in der Lage ist, das richtige Paarungsritual zu initiieren, dann sind sie angeschwemmt. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass das Männchen sich so nähert, dass das Weibchen weiß, aha, es ist also keine Beute und dass es nicht gefressen wird, sondern es muss ein bestimmtes Ritual nachahmen. Und das ist, das Männchen trommelt vor der Höhle mit seinen Beinen auf dem Boden und zuckt mit dem Körper. Und durch diese Vibration merkt das Weibchen in der Höhle, Paarungszeit. Und kommt aufgrund dieser, Erschütterung aus der Höhle. Und dann fängt sie auch an zu zucken und zu trommeln. Ja, sieht ganz wunderschön aus. Und dann geht es los und sie ist bereit zur Paarung. Das Männchen muss sich dann ganz vorsichtig nähern, tastet es mit den Vorderbeinen ab. Und das soll das Weibchen dazu bringen, sich aufzurichten, um dann an der Unterseite es zu befruchten. Einige Zeit nach der Paarung baut das Weibchen ein Kokon, spinnt sich eine Höhle. In der Zeit wird sie komplett aufzufressen. Vogelspinnen können eine lange, lange Zeit ohne Nahrung existieren und bewacht dann ihre Jungen. Und für diese Brutzeit und auch für diese Häutung brauchen Spinnen ein Interrarium oder auch in der freien Wildbahn, sie brauchen es unheimlich warm. Also Spinnen haben ja ein großes Thema mit der Kälte, das phlegmatische Mittel. Das Terrarium sollte mindestens 25 Grad haben und eine hohe Luftfeuchtigkeit, da fühlen sich dann Vogelspinnen besonders wohl. Sie hat diese Chelisteren, also auf jeder Seite diese Fangzähne, Beißklauen, die sie dann in die Beute reinschlägt und sie dann so festhält. Und dann wird das Opfer, damit Gift infiltriert darüber auch. Und das Gift dient zur Lähmung, aber auch um dann, das Gift dient auch zur Verdauung des Opfers und dann wird es einmal rausgesogen aus dem Opfer. Ich hoffe, ich mache es anschaulich. So. Dann, also die Spinnen, diese Vibration, das ist das A und O für die Spinnen. Deswegen, die ganzen Sinneseindrücke der Spinnen sind unglaublich empfindlich, empfindsam, die Spinnen. Und die Vibration wird als Signal in der Partnerwahl genutzt, um zwischen Eltern und Nachwuchs zu kommunizieren und mit Gruppenmitgliedern zu kommunizieren und auch dann zur Feindabwehr genutzt. Also diese Wahrnehmung der Spinne ist sehr, sehr gut und sehr fein. Der Hinterleib der Spinne ist sehr, sehr empfindlich und bei jeder Mahlzeit kann man sehen, wie sich das so langsam der Hinterleib ausdehnt und da kann man auch den Ernährungszustand der Spinne